Die Eieruhr war bei der Wochenendsession ein wirklich tolles Hilfsmittel. Ich glaube, ich könnte nicht mehr ohne. Das ist doch eindeutig eine Drehwand. Was? Gut, ich merke mir mal, ich habe da die Tür zugemacht. Was passiert, wenn ich jetzt hier öffne? Sperre ich mich dann irgendwie. Vielleicht wird durch die Aktion anderswo was frei. Das hat gut ausgeschaut. Heilung. Ich könnte schleichen, ich mag aber nicht. Ich will es auf die harte Tour. 8 Seiten. Absorbiert. Ui, er kann fliegen. Wo ist denn der zweite? Der war doch gerade. Hat den Steinschlag erledigt oder was? Boah, die hauen ja dann ganz schön rein. Orkischer Bogen, Knochenmehl, orkischer Pfeil, das kannst du deuten. Wiegt viel, bringt nichts. Begräbnisurne, Gold. Armer Bergmann. Aber einen Granatstein knüpfe ich dir ab. Kuckuck. Und mal kritisch zuschlagen, also länger auf die Maustaste drücken. Altes Nordschwert. Hallo. Und da bin ich froh, dass ich die Todesmalrüstung doch noch aufgewertet habe, weil ich müsste hier sonst einiges mehr einstecken. Fünf Heilung. Q. Und 34 auf die linke Hand. Ist ein bisschen komisch, dass man auf die rechte Maustaste drücken muss, wenn man etwas in die linke Hand nimmt, aber gut, ich kann es nicht ändern, ist halt so. Irgendwas werden sie sich hoffentlich dabei gedacht haben. Abgeschlossen, befreie das Skorpion von der Trage, sprich mit Rades. Die Schale will ich nicht. Seelenstein. Nein, nicht die Schale. Mensch. Ich habe doch gerade die Schale genommen. Wo ist denn die? Da. Unter S. S wie Schale. Nicht unter A wie Armleuchter, sondern unter S wie Schale. Fallen lassen. Hallo Kolbjörnwache. Es sieht so aus, als habe ich noch Platz dafür. Deswegen packen wir das Inventar noch schön voll. Dann haben wir was zum Verkaufen. Nö, das muss jetzt nicht sein. Bergmann? Du hast das gleiche wieder, ne? Nö, 8 Gold, Kupferdiadem. Das Kupferdiadem ist schön zum Verzaubern. Okay. Ich denke mal. Dem Frieden nicht speichern. Arzt als Ring des Arkanen. I? Was tut der? Erlaubt dir den Z die Zauber entzünden und Frost zu wirken. Aha, habe ich den nicht eh schon fix gelernt? Oder ist das anders gemacht? Nein.
P. Nee, kein Entzünden und kein Frost. Na gut. Jetzt gucken wir uns da oben nochmal um und dann folgen wir der Anweisung und gehen wieder zur Ranis. Ah, pf. Ich denke mal, ich möchte mal wissen, ob das jetzt schon geht oder ob ich das später machen muss. Ist das die Tür hier? Egal, wird sich schon irgendwie ergeben. Momentan. Quatschen wir mit Aua, das war mein Fuß, Mensch, mein Hühnerauge. Ja, lacht nicht, tragt ihr mal dauernd Plattenstiefel, da kriegt ihr auch Hühneraugen. Rauf da. Hüpf. Ich weiß nicht, ob einige von euch alt genug sind, dass sie Flip von der Biene Maya noch kennen. Das war der Grashüpfer bei Biene Maya. Der hat immer, wenn er wieder gehopst ist, ist mir irgendwie hängen geblieben. Das ist aus einer Zeit, als Kindersendungen wie Biene Maya und Nils Holgersson liefen. Da waren solche Kindersendungen noch originell. Das, was da zum Teil jetzt läuft, also ich weiß nicht. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre heute ein Kind und müsste mir den Quatsch anschauen, was da oft läuft, also ich tät mir leid. Ich will jetzt aber keine Sendung nennen, beim Namen nennen. Es ist nicht meine Absicht, irgendwen konkret runterzumachen. Aber generell betrachtet die Kindersendungen von heute, die sind irgendwie. Ich habe den Eindruck, die Kindersendungen von damals waren irgendwie liebevoller gemacht. Gut, da hat sich die Pause-Taste gelohnt. Es wäre wieder ein ziemlich langer Ladebildschirm gewesen. Hey, Ralis, alte Socke, ich Nun, habe dein Problem gelöst. Alle Trauger sind tot. gut. Wenigstens auf euch kann ich mich verlassen. Ich glaube, wir sind fast am Boden des Hügelgrabs angelangt. Doch ich werde alles tun, was ich kann, um weitere Bergleute zu finden. Wir haben uns einen guten Namen gemacht. Aber mit genügend Gold kann ich es schaffen, Ein guter Gras. Name, mit lauter Toten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei uns noch einer anheuern würde. 5.000. Ihr wollt 5.000 Septime? Ich glaube, mein Hamster strickt sich Ich Söckchen. weiß, dafür könntet ihr schon fast ein Haus bekommen. Aber Nicht wie nur ich schon fast. sagte, wir sind hier draußen ziemlich berüchtigt. Und Gold ist das einzige Gegenmittel gegen einen schlechten Ruf. Habt ihr das Gold? Das habe ich in der Tat, 5.000 Goldstücke gegeben. Ich prügel das aus dir raus, ich sag's dir, wenn sich das nicht Gut, rentiert. gut. Diesmal zahle ich für ein paar erfahrenere Haudegen. Damit dürfte es klappen. Und wieder warten. Gut, gut. Hast du was zu sagen? Ich habe noch ein Wenn bisschen die die Zeit. Draugere nicht aufhalten konnten, wer dann? Ich zum Beispiel. Was ist jetzt Dralis Problem? Das war schon immer mein Seralis, der gammelt bloß rum. Haben dann nur zwei überlebt? Ist ja krass.
Gut, wir machen es wie folgt. Ich kann noch 4 Minuten in die Aufnahme reinnehmen. Ich drücke jetzt mal Pause und ihr schaut mir dann beim Verkauf ein bisschen zu. Dum-di-dum-di-dum. Wenn ich ein Händler wäre, wo würde ich mich verstecken? Genau da am Marktplatz. Uhrzeit? Natürlich eine Stunde warten. Hallo. Hallo, Glover Ihr Mallory. seid auf dem richtigen Weg, seit ihr die Minen wieder geöffnet habt. Ich Wollt ihr weiß. euch schützen oder Schaden Am besten austeilen? beides. Nur Schutz ist nichts und nur Schaden austeilen ist auch irgendwie doof. Dann, Alternatfall. Nee, jetzt tun wir erstmal die eben jetzt Sachen verkaufen. Jetzt. Wie viele? Vielleicht nicht so dusselig. Eben jetzt Pfeil. Wie viele Pfeile brauchen wir noch für die Dawnguard-Serie? Ja, die habe ich auch noch nicht gemacht. Die habe ich noch nicht einmal angefangen. Und dann Bringt nächster mir eure Waffen Händler. und Rüstung. Ich repariere sie euch. Was? Huhu! Tja, womit kann ich dienen? Hier alles, was ich in der Auslage habe. Also ihr seht, mit 2447 Gold sind wir ziemlich pleite. Das heißt, ich werde jetzt in der Wartezeit, in der ich sowieso auf Rallis warten muss, werde ich Gold verdienen. Wenn mir nichts Besseres einfällt, mache ich das mit Tränken. Weil, schaut mal her. Hier, diese Unsichtbarkeitstränke, die sind selber gemacht und da ist einer 1328 wert. Also Alchemie ist eine tolle Geldquelle. Und andere Tränke, der zum Beispiel das Gift ist auch ein Haufen wert. Das ist aber, glaube ich, nee, das ist gefunden. Das ist kein selbstgemachtes. Aber ja, ich habe jetzt sonst keine wertvollen selbstgemachten Tränke dabei. Der hier ist auch selbst gemacht, aber ist jetzt nur mäßig wertvoll. Für einen Heiltrank ist er teuer, aber insgesamt Wenn betrachtet. ihr Vorräte Aber braucht, die wisst ihr, wo ihr mich mit hohen findet. Preisen lassen sich schlechter verkaufen, weil da kriegt man dann pro Händler einen, vielleicht zwei Ich los. weiß nicht, wer euch geschickt hat. Ah, dann seid ihr also ein Alchemist. Mal gucken, ob hier was habt, die Eiselrüstung. 90 Gold sind 90 Gold sind 90 Gold. Pelzstiefel. Den behalte ich, den verzauber ich mal bei Gelegenheit. Hab ich irgendwas aus Vulkanklasse noch am Ende? Nö, hab ich nicht. Aber das Ding verkauft sich gut. Chaos kann ich selber zaubern. Sogar im wirklichen Leben. Zaubertrank, nee, nichts zu verkaufen hier. Und den Eisenbahn, den verkaufe ich jetzt. Ich habe auch momentan nicht vor zu schmieden. Den Lederstreifen auch. Und den Wolfspelz. Säbelzahntigerpelz. Jo, okay, ihr habt es gesehen.